Du bist als Erste zurück? Jonas' Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihm ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Und clever. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernritter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernritters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Was meinst du mit beziehungsweise du? Nachdem ich Cusco gehört habe, habe ich jetzt irgendwie Lust, ein Königreich wie ein Lama zu gucken. Wow, schießen sie Pfeile gleichzeitig auf 2 erfasste Ziele. Krass. Das ist natürlich auch nice. Nehmen wir. Ich kann hier wieder nicht rumschießen. Toll. Ich will aber rumschießen. Hallo, ich. Überleben, Vorsteck. Das suche ich doch gern. Ach so, ja, gut. Also jetzt im Real Life würde ich da schon gucken. Aber ist ja nicht mein Leben, mit dem ich hier spiele. Also, was soll's? Gibt's jetzt hier noch irgendwelche Monolithen? Da ist noch ein Document. Kann ich auch Ehren ab? Ja. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Das wäre doof. Der ist immer noch gesperrt. Der hoch, der aber nicht. Oh, es ist einfach, weil ich den noch nicht lesen konnte bis jetzt. Kann er trotzdem mal hingehen, oder? Ich verstehe es nicht.
Das ist fast wie kreolisch. Okay, wir sind ja doch nicht so gut. Die Wasserpflanzen brauche ich mir jetzt auch nicht angucken. Ich habe mal zu Hause einen Fisch gefangen, im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Total lustig. Dem Sternschnabel. Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Okay. Die ganzen Namen. Da komme ich überhaupt nicht gut klar. Dann machen wir jetzt ein bisschen die Nebenquest. Die Hauptquest ist sowieso auf dem Weg bis dahin, also was soll's. Kann man das auch mal machen? Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Dann gehen wir halt nach oben. Sagen jetzt. Kondorenfedern, wunderschöne seltene Federn des Kondors sind sehr schön, seltene Outfits mit speziellen Fähigkeiten. Aha. Boah, ich dachte schon, springt wieder daneben, ey. Okay, bis gleich. Da ist der Eingang. Alter, Eingang. Oh, der Weg bis hierher war so gefährlich, ey. Unfassbar. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Das nenne ich diplomatisch. Mal sehen, wessen Leiche wir hier rausfischen werden. Das wollte ich gar nicht, aber okay. Nachdem die von der Krankheit ausgehende Gefahr gebannt war, erfuhren wir, dass Lopez bereits wieder fort war. Während einige von uns einen Verrat vermuteten, sorgten sich andere um sein Wohlergehen. Uns blieb nichts anderes übrig, als in der Stadt zu bleiben, und das aus zweierlei Gründen. Sollte Lopez wieder zu Sinnen kommen und das Artefakt zurückbringen, wären wir bereit. Falls nicht, wäre dies der beste Ort, um unsere Suche fortzusetzen. Wir trafen eine Vereinbarung mit dem König, der uns die Rolle seiner Garde, Ärzte und Priester überließ.
Das hier zeigt einen Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss Manco sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. Cusco. Okay, und jetzt hier dann. Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Das ist aber schon echt haarscharf am Kopf vorbei. Hallo? Warum müssen diese alten Gräber immer so voller Fallen sein? Ich meine, ist das wirklich notwendig? Ein Abbild. Das könnte ein Abbild des Bauernerlösers sein. Der Kult von Kukulkan hat es möglicherweise gestohlen, um seine Verehrung durch die Paitizianer zu verhindern. Vielleicht wurde es den Kultisten aber auch als Bezahlung für ihren Schutz überlassen. Ist auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Die sterblichen Überreste des Bauernkönigs wurden an einen geheimen Ort gebracht. Wir wissen, dass der Kult Gegenstände und Artefakte stiehlt und sie den Menschen vorenthält, um sie fügsam zu machen. Wir werden nicht zulassen, dass auch Manco derart entweiht wird. Wie ist denn der Junge hier durchgekommen, ohne sämtliche Fallen auszulösen? Ich habe das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Wäre cool, wenn sie das so wie in Assassin's Creed machen würde, einfach durchsliden. Mankos Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. War klar. Es war so klar. Gold. Kommen jetzt hier so auch nicht wieder hoch, hä? Und dann müssen wir einfach den Weg gehen. Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manco vor dem Kult von Kukulkan. Manco scheint wirklich wichtig zu sein. Für alle hier. Oh Scheiße, nein. Oh Mist. An sich gar nicht so schlecht, weil so kommen wir da hoch. Oder? Hä?
Ist es hier, was aufgegangen oder was? Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Eine Krypta für Manko. Boah. Das war ja mies. Das war ja echt gemein. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Welcher Hebel? Noch einer. Hä? Ach so. Oh, ich dachte schon, ich kann instant wieder abhauen. Falsch gedacht. Alter! Hä? Gemein. Dieses Spiel. Das ist manchmal echt böse. Wo ist denn jetzt der Typ, der es holen sollte? Gut. Wo ist das Amulett? Jetzt muss es zurück zu Uchu. Durch diese Wand dringt Licht. Vermutlich noch ein abgeriegelter Gang. Doch das ist natürlich kein Hindernis für uns. Jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz was gucken. Ich bräuchte mal einen Hotkey, um mein Mikrofon zu deaktivieren, damit ich nicht einfach raustappen muss. Ich brauche eigentlich für alles einen Hotkey.
Ich sehe, Junge weiß genau, dass ich streame und dann fuckt mich trotzdem zurück. So. Ja, ich habe schon gecheckt, dass wir jetzt dahin müssen. Hey, hier waren wir doch schon. Jetzt check ich nichts mehr. Bin ich jetzt einfach nur zurückgegangen? Nur wieder zurückgeben oder was? Jetzt habe ich das gefunden, ohne dass ich es mitbekommen habe. Das ist ja auch komisch. Death surrounds. Die So. Gut, so zu machen, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Eigentlich müssen wir ja nur noch. Aber da wären wir wieder an der Stelle hier. Springst du, wenn es einfach eigentlich zu tief wäre. Nicht tief genug ist. Bin ich schon wieder hier oder was? Das ist natürlich dann wiederum nicht hoch genug. Nicht so hoch, sagen wir so. Jetzt müssen wir wieder bei 2 Fähigkeitspunkte sein, ja. Auch schön. Was wollen die Menschen alle von mir, ey? Alles klar, ich bin zu dir. Guck mal bitte. Ihr seid ja so witzig. So witzig seid ihr, Mann. Okay, dann gebe ich das jetzt noch ab und dann machen wir Schluss erstmal für heute. Jetzt sind wir 20.000 Leute, die irgendwas von einem wollen. Ey, ey, es ist doch nicht normal. Fame nenne ich das. Ah, nee. Zu viel Aufmerksamkeit ist auch nicht gut, das habe ich gelernt mittlerweile. Bin ich so ganz froh drüber, dass mein Kanal nicht so groß ist.
Beim ersten Sprung verkackt sie es immer, warum auch immer. Ist auch geil, wenn du Assassin's Creed und Tomb Raider vergleichst. Die Assassinen würden ganz schnell die Leiter hochklettern, indem sie einfach jede Stufe ganz schnell klettern. Lara nimmt Ach, du musst Leertaste drücken, Mensch. Lara nimmt nur jede zweite Stufe. Außer hier. Hier machst du es dann auch wieder so. Das Mädel macht es einfach immer so, wie es will. Zack, boom, da bin ich wieder. Ah, Lara. Kenti ist gerade zurückgekommen. Angeschlagen, aber lebendig. Freut mich, dass es dir auch gut geht. Die Zisterne ist eine Herausforderung. Schön, dass Quenty es geschafft hat. Aber leider ohne das Amulett des Retters. Meinst du dieses Amulett des Retters? Was? Du hast es gefunden? Das ist unglaublich. Hier. Krass. Ich kann dir nicht genug danken. Wenn Shan mit dem Meisterbogen zurückkehrt, werdet ihr alle geehrt. Du wirst uns doch die Ehre erweisen. Ich komme. Ja. Immer doch. Augen schon freigeschaltet. Herz und Verstand. Geil. Und da wird hier speichert Shadowplay mir gleich. Das ist Erfolg. Schön. Jonah, ja, setzt sich erstmal wieder. Alter Mann. Ist ja so hart geackert die ganze Zeit, währenddessen ich weg war. Ja, Leute, das war jetzt der erste neue Stream in. Seit langem. Seitdem ich hier in der Wohnung bin, seitdem ich jetzt Internet habe. Ab jetzt wird es wieder öfter Streams geben. Die Videos werden jetzt so ein bisschen mehr wiederkommen. Und ja, es wird sich jetzt alles wieder ein bisschen normalisieren. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Der wird dann wahrscheinlich nicht am Wochenende sein, sondern erst nächste Woche irgendwann wieder. Doch bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Haut rein und hoffentlich seid ihr dann beim nächsten Mal wieder, ja, mit zuhauf, wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao.